Leute, heute sind wir in einer frischen neuen Folge Minecraft-Freunde ohne meine Freunde. Und zwar war ich echt lange nicht mehr auf dem Server, weil Ben und Gambo und Fabi, die waren ja hier unterwegs bei mir zu Hause, wirklich in real life und haben mich besucht. Deshalb war ich die ganzen Tage jetzt nicht auf dem Minecraft-Freunde-Server. Aber ich habe eine Idee, Leute. Und zwar habe ich Gambo gefragt. Der ist nämlich gerade nach Hause gefahren, wie lange er noch ungefähr braucht, um nach Hause zu kommen. Und er hat mir geschrieben, er braucht ungefähr 2 Stunden. Und ich dachte mir, ich bereite den 2 Stunden einfach mal was vor. Und zwar, ich habe gerade eben Easy hier auch zufällig auf dem Server getroffen. Die hat mir hier schon mal 18 Obsidian gegeben. Aber ich werde definitiv noch mehr Obsidian besorgen, Leute. Denn ich habe heute richtig Bock, Gambos Haus nochmal einmal fett mit Obsidian zu füllen. Und dann ihn zu überraschen, wenn er endlich nach Hause kommt. Okay, so, also ich muss hier erstmal meinen Müll kurz mal weglagern. Hier, das hier ist ja meine Müllkiste oder sowas. Zack, zack. Das ist alles Müll, hoffe ich doch mal. So, mehr Platz brauchen wir auch eh nicht, Leute. Was wir brauchen, Leute, ist Lava. Das ist wichtig. Boah, ich muss so aufpassen, dass ich unseren Geheimschlüssel nicht esse, Leute. So, okay. Und dann fliegen wir mal hier um die Gegend, keine Ahnung. Und suchen einfach mal einen fetten Lavasee. Keine Ahnung, wie lange das ungefähr dauert oder wie ich jetzt schnell an Lava komme. Aber das brauche ich schon jetzt. Lava ist jetzt sehr, sehr wichtig hier in dem Moment. Boah, ich kann mich gar nicht erinnern, wo ich das letzte Mal Lava gesehen habe. Aber da ist ein Portal. Das ist ja auch Obsidian. Ist ja auch ein Win quasi für uns. So, das bauen wir jetzt einfach mal ab. Wir bauen das ganze Portal einfach ab. Das Geile ist, wenn ich das Obsidian habe, Leute, kann ich das Obsidian eventuell sogar recyceln. Weil ich habe nämlich vor, um mein Haus, das ist ja quasi ein Kreis, noch einen weiteren Kreis zu bauen. Und der Kreis soll dann quasi ein Portal werden. Also der wird richtig riesig, der Kreis. Vielleicht mache ich es auch anders, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich Bock auf Kreis. So, okay. Hier ist leider nichts mehr drin, das habe ich mir gedacht, aber das Obsidian, das haben wir schon mal. So, dann racen wir mal weiter. Haben wir hier vielleicht direkt Lava, so ein Lavasee oder sowas? Da sehe ich irgendwas Lavamäßiges, aber kein Lavasee. Hier geht es eventuell noch weiter runter. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß, dass es mir momentan so ein bisschen an Eisen mangelt. Ich habe einen akuten Eisenmangel, Leute. Oh, da ist so eine Cave. Haben wir eigentlich mittlerweile alle Höhlen erforscht? Gibt es noch eine Höhle, die wir noch nicht erforscht haben? Boah, das ist richtig viel Lava, aber kein See. Aber immerhin haben wir hier ein bisschen Eisen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Azaleenhöhlen. Azaleenhöhlen sind ja so, glaube ich, bekannt dafür, dass sie relativ viel Eisen haben, oder? Eisen ist auf jeden Fall big, big OP. Dieser Zombie ist auch irgendwie komisch drauf. Hä, das ist voll komisch. Oh, ich habe die Monster-Sound aus. Jo, ich habe die Monster-Sounds einfach ausgehabt. Okay, das ganze Eisen, das snacken wir uns mal. So, die Zeit läuft, Leute. Die Time is running. Oh no. Oh nein! Ab in den Phantom-Modus, wir hauen ab! So ein riesen Lavasee. Das wär's jetzt, Leute. Das wär's jetzt. Smaragde. Die finde ich auch immer toll. Mann, es gibt immer nur diese blöden Lava-Wasserfälle, aber keine Lavaseen. Oha, ein Spawner. Namensschild. Oh, goldenen Apfel. Gönnen wir uns. Wie gerade Lava gehört, aber ich weiß nicht, ob das die Lava nebenan war oder die Lava hier drüben. Das war safety da drüben. Nee, Leute. In Höhlen, das ist irgendwie gar nichts. Das ist irgendwie voll gar nichts. Alter, ja, war schon mal jemand, weil hier so Fackeln sind und so. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die falsche Richtung rasen. Oh, tun wir gerade. Wir fahren in die falsche Richtung. Alter, was eine coole Lagune. Guck euch mal diese gemütliche Lagune hier an. Nee, oh, da wurde ich impostert. Mann, das sah so sass aus. Das sah aus wie ein riesen Lavasee. Aber das war einfach ein kompletter Fake. Das ist aber ärgerlich gewesen. Oha, da ist wieder so ein Zelt. Wie bei mir zu Hause. Wohnt hier noch jemand? Oh, nee. Puh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, hier so einen Lavasee zu finden oder so. Oh, oh. Oh ja, der ist zwar winzig, aber das ist besser als nix. Zack. Zack. Jawolski. Das ist doch was ich gesucht habe, Leute. Einfach ein bisschen Obsidian. Mehr brauchen wir nicht. So, und das
bauen wir jetzt einfach mal hier ab. Und während ich hier das Obsidian abbaue, Leute, könnt ihr unbedingt ein Like und ein Abo dalassen, Leute. Für die 1 Million, wir haben jetzt 910.000 Abonnenten. Das bedeutet, wir haben, also es fehlen noch so ungefähr 90.000 Abonnenten. Dann haben wir die 1 Mio. Und die will ich heute unbedingt, nee, nicht heute, die will ich dieses Jahr unbedingt knacken, Leute. Und das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Wir haben schon bis zu über 900.000 geschafft und 1 Million. Boah, das wäre so geil. Ich bin dafür auch am Ackern, Leute. Jeden Tag kommt ein Video. Ich lasse nie was ausfallen. Ich gebe mir Mühe, Leute. Mein Cutter schneidet hier die Videos wie ein Meister. Ohne Witz. Da könnt ihr auch mal ein Like und ein Abo für da lassen. Vielleicht schaffen wir es ja, Ben zu überholen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war, glaube ich, Karma. Das war, glaube ich, Karma. Oh mein Gott, das hat Ben gehört. Das hat er gehört. Übrigens, Leute, ich habe so eine geile Videoidee. Und zwar müsst ihr mir mal Sachen in die Kommentare hauen, die ich zu 100% mit der Wahrheit beantworten soll, die euch so interessieren. Weil ich will unbedingt so ein Video machen, wo ich nicht lügen darf. Ansonsten passiert was. Also haut da mal unbedingt was in die Kommentare rein. Seid da gerne kreativ, stellt da weirde Fragen. Je weirder, desto besser. So, Leute. Wir haben jetzt ein Lavasee. Nee, warte. Wir haben hier, glaube ich, noch ein Portal. Yes, wir haben hier noch ein Portal. Leider kein Obsidian hier drin. Das bauen wir hier einfach ab aus dem Portal hier raus. Und dann können wir mal versuchen, mit so 1,5 Stacks mal so ein bisschen in Gambos Bude was zu basteln. Der wird sich doch bestimmt freuen, oder? Bären! Oh Gott, Alter, die wollten mich killen. Oha, die wollten mich einfach killen. Nicht mit mir. Oh, okay, doch. Egal. Ich dachte, das wäre ein Mob, aber dabei ist das einfach nur so eine besondere Werkbank. Was ist hier los? Wird hier wieder... Wird hier eine illegale Farm gebaut? Das hier müssen wir auch mal unbedingt abbauen, weil das sieht übertrieben hässlich aus. Und ehrlich gesagt, naja, ich sag's nicht, aber das macht auch ein bisschen das Bild von meinem Haus ein bisschen kaputt. Okay, hat er meine Einladung schon bekommen? Sehr gut, sehr gut. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, wenn der Eingang so zugebaut... Also auf jeden Fall hier einen rüber. Hier können wir so clean lassen. Ey, hier hat Gammo so... Hier hat der weitergebaut an meiner Sprengung. Dann machen wir auf jeden Fall einfach mal hier so zu. Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wir machen so 2 rein zu, dass er so denkt... Oh nee. Ich bin eingebaut. Zack, zack. So, okay. Ah, dann haben wir schon relativ wenig Obsidian auf jeden Fall. Haben wir jetzt nur noch einen Stack. Okay, wir müssen das hier auf jeden Fall zubauen. Bam, bam, bam. Hier ist, glaube ich, nicht so wichtig für ihn. Ich glaube, so der Eingang. Den Eingang, den müssen wir so machen, dass der so richtig nervig ist. Wir gehen Gambo so richtig auf die Nerven. So, zack. Dabei war Gambo so nett. Er hat mein Essen heute bezahlt, fällt mir gerade auf. Oh nee. Och, ich bin ihm voll gemein. Naja, schade. Hier brauche ich noch... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viel ich hier brauche. Zack, zack, zack. Und bam. Oh, das ist doch schon sehr gut zugebaut. Sehr gut hier. Eigentlich hätte ich Bock auf noch mehr. Ein bisschen mehr Obsidian wäre schon geil. Gibt es hier vielleicht einen riesigen Lavasee? Das wäre jetzt... Oh Gott, ich dachte, ich sterbe. Gibt es viel Lava? Oh, hier ist ein See. Yes! Oh, wir hätten gar nicht so weit fliegen müssen. Ich bin 1800 Blöcke dafür geflogen. Oh, 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 oh. Das wollte ich gar nicht. Das erinnert mich so heftig an die Portal-Minecraft-Speedrun-Zeiten, wo wir versucht haben, Minecraft zu speedrun und wo man immer verkackt hat, ein Portal zu bauen. Wir könnten auch mal an Minecraft-Freunde so eine Art Skill-Competition machen, so ähnlich oder so. Dass wer am schnellsten ein Portal bauen kann und so. Das wäre schon cool. Was gibt es noch für Skills? MLGs, am schnellsten craften, Minecraft-Wissen...
Boah, ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee, Leute. Ich mache da was Cooles. Lasst mich einfach kochen. Und ich koche euch das beste Happy Meal, was ihr jemals gegessen habt. Oh, stimmt. Ich hätte ja Bensons Krabbe benutzen können, fällt mir gerade auf. Ich mache das ja voll über die Oldschool-Höhlenmenschen-Art und Weise. Ich baue das einfach gerade ab. Aber warum kam dann nie so ein heftiger Obsidian-Prank? Mist. Ich fühle mich gerade ein bisschen doof. Okay, Obacht. Ist auf jeden Fall noch Lava drunter. Hier ist noch heiß und fertig. Gott. Was ist denn hier los? Da versteckt sich überall Lava noch in allen Ecken und Kanten. Batz! 64, let's go, Leute. Wir können wieder zurück zu Gumbo. Und da verbraten wir nochmal ein extra Stack. Packen wir ihm da rein. Übrigens, Leute, ich bin ja eine Biene in Minecraft. Und guck mal, was mir Gumbo zum Geburtstag geschenkt hat. Ich habe jetzt einfach eine echte Biene aus Minecraft. Im echten Leben. Ist das nicht cool? Okay, jetzt muss ich mich hier wieder so ein bisschen durchbauen. Wir können es ja zum Glück klein machen, wie so eine kleine Biene. So, Leute. Hier können wir jetzt noch schön einmal ein bisschen weiter hier bauen. Zack, einfach mal hier komplett durch. Hier ist schwierig, weil hier ist irgendwas Unsichtbares, oder? Ist irgendwie komisch. Hier konnte ich ganz schwer was hinbauen. Und hier auch. Das ist irgendwie sus. Aber Leute, ich schwöre, ich werde das wieder reparieren. Keine Sorge. Schön, dass du wieder da bist. Tada! Okay, Leute, wir verschwinden. Wir waren das gar nicht, Leute. Oh, der arme Gumbo. Aber ich schwöre, ich werde das wieder reparieren. Alles gut. Warum habe ich auf einmal einen Flugsaurier? Naja, egal. Das ist doch eigentlich ein cooler Ausblick. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da für die 1 Million. Haut rein. Tschüssi. Ja, die Faxen am Start und alle gehen.